Hallo und willkommen bei Update. Wir finden für dich die neuesten Techniktrends auf dem Markt und stellen dir innovative Produkte vor. Was dich heute in Update erwartet, zeigen wir dir jetzt. Trainieren im Fitnesssessel. Wir zeigen dir, wie du auch beim Filmschauen aktiv bleiben kannst. Aufstehen leicht gemacht. Mit dieser Wecker-App bleibst du garantiert nicht mehr im Bett liegen. Und noch zu retten oder lieber direkt zum Fachmann? Ein echter Technikkenner zeigt dir, was du an Smartphones, Tablets und Co. ganz einfach selbst reparieren kannst. Damit wir fit bleiben, muss Sport einfach sein. Die einen sind eher der Typ fürs Fitnesscenter, die anderen richten lieber zu Hause ihr eigenes Zimmer für ihr tägliches Workout ein. Wir von Update haben einen eigentlich unscheinbaren Sessel entdeckt, der sich im Nu zu einem Fitnessgerät verwandelt. Ein Heimtrainer in den eigenen vier Wänden ist für viele Menschen eine praktische Alternative zum Besuch im Fitnesscenter. Dennoch bleibt die Überwindung zum Sporttreiben bei vielen nicht aus. Das tägliche Workout kann aber auch ganz bequem und nebenbei erledigt werden. Wie wäre es mit einem Fitnesssessel mit Ruderfunktion? Neben dem Filmschauen kann man so beim Sitzen etwas aktiv bleiben. Bei Belieben verwandeln sich die Armlehnen in Ruder. Die Beine können mit ins Training einbezogen werden. Dazu fährt man einfach eine Stütze für die Füße aus. So werden ungesunde Fernsehabende im Nu zum Sportevent verwandelt. Der sogenannte GWOS-Sessel sieht auf den ersten Blick sehr gewöhnlich aus. Auch im Sitzen bemerkt man keinen Unterschied. Die Technik, wie Sensoren, Drähte und Platinen, befinden sich in seinem Inneren. Der Sessel ist in der Lage, die richtige Sitzposition zu ermitteln und Körperfunktionen zu überprüfen. In einem Gesundheitsassistent können persönliche Angaben zum Nutzer eingegeben werden. Wenn die Werte abweichen, sagt er dem Nutzer, wie er gesünder sitzen oder auch effektiver trainieren kann. Die Daten werden via Bluetooth und WLAN auf den Fernsehbildschirm übertragen. Ein integrierter Tablet-PC im Sessel macht's möglich. Nun sieht der Nutzer auf einen Blick sein Körpergewicht, den Blutdruck und vieles mehr. Der Fitnesssessel wurde vom Fraunhofer Institut IIS entwickelt. Eine spannende Idee für Menschen, die gerne auch im Sitzen aktiv bleiben möchten. Morgens aus dem Bett zu kommen, fällt den meisten von uns nicht leicht. Deshalb ist ein zuverlässiger Wecker mit das Wichtigste, um nicht zu verschlafen und gut in den Tag zu starten. Sleep If You Can heißt eine App, die dich morgens garantiert aus den Federn holt. Oh nein, nicht schon wieder aufstehen. In 5 Minuten bin ich bestimmt viel wacher. Ich liebe die Schlummertaste. Nur noch kurz weiter schlafen. Das war einmal. Wenn du deinen Wecker in der App Sleep If You Can gestellt hast, musst du raus aus den Federn. Du hast keine andere Wahl. Der Wecker bleibt gnadenlos und ist erst ruhig, wenn du eine bestimmte Stelle in deiner Wohnung fotografiert hast. Erst dann hört das lästige Klingeln auf. Der positive Nebeneffekt? Du bist jetzt hellwach. Wer im Homeoffice, also von zu Hause aus arbeitet, kennt das Problem. Im Tagesverlauf kommen Fragen auf, die mit den Kollegen oder dem Chef geklärt werden müssen. Jedes Mal eine E-Mail zu schreiben oder zum Telefonhörer zu greifen, kostet viel Zeit. Ein spezielles PC-Programm schafft Abhilfe. Mit Swiggle ist es möglich, den ganzen Tag miteinander vernetzt zu bleiben. Wie das geht, wir von Update haben es für dich genauer angesehen.
Vieles ist schöner als arbeiten, auf dem Sofa liegen, Videos auf YouTube schauen, Mittagsschläfchen machen, Löcher in die Luft starren. Es ist schwer, uns für Arbeit zu motivieren. Vor allem, wenn wir von zu Hause arbeiten und das Sofa nicht weit von uns weg ist. Aufstehen, du Schnarchnase, wir haben jetzt Konferenz. Oft arbeiten wir besser, wenn wir nicht alleine sind. Motivation steckt an. Daher fällt es uns oft schwer, wenn wir alleine an Dingen arbeiten müssen. Swiggle ist eine neue Art von Online-Konferenz. Alle sind dauerhaft miteinander verbunden und arbeiten vor sich hin. Das schafft eine Arbeitsatmosphäre, die sonst in einem arbeitswütigen Büro herrscht. Müssen wir uns mit jemandem besprechen, klicken wir ihn einfach an. Schon sind wir im Gespräch. Das ist fast so, als würden wir uns im Büro nur kurz nach unserem Kollegen umdrehen. Das geht auch mit mehreren Personen. So bilden wir eine Konferenz. Sprechen wir gerade mit niemandem, sind trotzdem alle miteinander verbunden. Nur nicht per Ton. Kleinigkeiten regeln wir schnell per Chat am Rand. Dokumente und Medien können wir auch über Swiggle schicken. Wir könnten das alles einfach per Skype machen. Allerdings müssten wir dann jedes Mal die einzelnen Leute extra anrufen. Per Google Hangout hätten wir ständig die Hintergrundgeräusche jeder einzelnen Person. Es ist also einen Versuch wert, etwas anderes auszuprobieren. Swiggle kann uns die Arbeit von zu Hause vereinfachen. Ohne die Vorteile zu vergessen, wir können trotzdem noch den ganzen Tag in unseren Pyjamas bleiben. Für Arbeitsgruppen müssen wir auch nicht mehr unbedingt das Haus verlassen. Einen Nachteil hat es zum Arbeiten im Büro, natürlich trotzdem. Wir können ja einfach den Stecker ziehen. Wenn der Smartphone-Bildschirm einen Sprung hat oder der Laptop-Bildschirm dunkel bleibt, fragen wir uns, kann ich das auch selbst reparieren? Bei einigen Reparaturen geht das tatsächlich und sie lassen sich ganz leicht beheben. Technische Geräte halten nicht unser Leben lang. Ein kaputter Ventilator an einem heißen Sommertag, eine rauchende Kaffeemaschine am Tag vor der wichtigen Prüfung oder eine Fernbedienung, die nicht mehr umschaltet, obwohl gleich ein guter Film auf einem anderen Sender läuft. Geräte gehen ständig kaputt und meistens dann, wenn man sie am dringendsten benötigt. Besonders bei unseren Smartphones, Tablets oder Laptops ist der Ärger groß, wenn mal etwas defekt ist. Die entsprechenden Reparaturkosten sind in der Regel immens hoch. Da ist die Versuchung groß, selbst mal daran herumzuschrauben. Während die meisten Menschen zu viel Respekt vor Schrauben und Kabeln haben, legen viele Hobbybastler durchaus selbst Hand an. Beliebt ist das Aufschrauben von Laptops oder Notebooks, wenn die Lüftung Probleme macht. Ist die verstaubt, überhitzt der Rechner schnell. Das kann man daran hören, dass der Laptop wie eine ganze Dampflok schnaubt und laute, ratternde Geräusche von sich gibt. Nach dem Aufschrauben können wir das schnell beheben, indem wir die Lüftung gründlich reinigen. Auch bei einem Smartphone können wir teilweise schon viel selbst machen. Ein Akkuwechsel ist zum Beispiel eine Kleinigkeit. Geübtere können sich auch schon an das Display heranwagen. Das ist allerdings schon etwas komplizierter. Auf Websites wie zum Beispiel ifixit.com oder repairforlaptop.org können wir solche Reparaturen Schritt für Schritt nachlesen. Besitzer von Apple-Geräten haben übrigens nur schwer die Möglichkeit, mit Schraubenzieher und Fingerspitzengefühl ans Werk zu gehen. iPhones und Co. sind zum Schein aus einem Guss. Generell sollten wir uns merken, egal ob von Apple oder anderen Herstellern, die Reparatur auf eigene Faust kann von Modell zu Modell unterschiedlich schwer sein. Bevor wir nun auf unsere Geräte losgehen, sollten wir auf die Garantie achten. Besteht diese noch, erlischt sie, sobald die Schrauben einmal aufgedreht wurden. Bei besonders kostspieligen Geräten kann es daher durchaus sinnvoll sein, das Risiko lieber nicht einzugehen. Es könnte sich lohnen, bei unabhängigen Reparaturstätten nachzufragen. Die sind nämlich oft ein wenig günstiger. Ja, und ich habe jetzt den Sebastian bei mir. Sebastian ist jemand, der sich richtig gut mit Technik auskennt und der uns jetzt auch erzählt, wie man selbst ein bisschen Reparaturen am Laptop oder am Handy selbst durchführen kann. Hallo Sebastian, schön, dass du bei uns bist. Ich habe schon gesehen, du hast hier alles Mögliche mitgebracht. Verschiedene Schraubenzieher, von denen ich gar keine Ahnung habe, und deine Laptops.
Du bist jemand, der sich richtig gut mit Technik auskennt oder machst du das beruflich oder bist du so ein Hobbybastler? Ich mache das eher hobbymäßig. Ja. Ich habe halt schon lange mich mit Technik auseinandergesetzt, so die Grundlagen mit 10, 11 vom Papa gelernt am PC und dann eben viel selbst beigebracht. Und das Interesse war halt auch immer da, Sachen auseinanderzunehmen und eben dann auch zu reparieren. Mhm. Was war denn das Erste, was du selbst repariert hast? Also wie hast du dir da selbst geholfen? Wie hast du es gelernt so richtig? War das alles dein Vater? Das Erste, was ich selbst repariert habe, glaube ich, war mein PC, den ich auch selbst kaputt gemacht habe. Okay. Ja. Ja. Man kennt ja immer die Probleme mit dem Lüfter oder mit dem Handy-Display. Ist es was, was man ganz einfach selbst reparieren kann? Wenn ich jetzt mal so einen Sprung im Handy habe, passiert ja jedem Mal, Smartphone fällt runter, schon ist es kaputt. Da würde ich eher davon abraten, bis man zum Beispiel bei einem iPhone oder bei einem aktuellen Smartphone das Ganze auseinander hat, bis man am Display wirklich dran ist. Das ist meist kompliziert, Spezialwerkzeug ist oft nötig. Und dann das Display vom Glas zu trennen, ist sehr schwierig. Wenn man dann ein komplett neues Display und Glas kauft, bis man das erstmal organisiert hat, ist auch teuer. Und beim Zusammenbau kann es auch immer mal passieren, dass noch was anderes kaputt geht und man hat dann sein Handy kaputt repariert. Mhm, ja. Ist dir das selbst auch schon passiert? Ein Freund von mir hat sein iPhone 3 kaputt repariert. Ja. Er hat leider ein kaputtes Display geschickt bekommen, hat dann beim zweiten Mal auseinandernehmen den Stecker von der Antenne abgerissen, hat keinen Empfang mehr gehabt. Oh, ja. Sehr schlecht. Der hat also höhere Kosten wahrscheinlich hinterher gehabt, als er eigentlich vorher hatte, oder? Das Handy war quasi abgeschrieben, es war ein Versuch wert, ja. Aber es hat halt nicht geklappt. Oh, weia. Okay. Und du bist jemand, der sich jetzt gut mittlerweile auskennt mit Laptop-Reparaturen. Was sind denn so Reparaturarbeiten, die man ganz leicht mal alleine zu Hause machen kann, wenn jemand noch nicht so technikaffin ist? Ja, Reparaturarbeiten zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, bei meinem älteren Laptop ist die Festplatte kaputt gegangen. Die kann man meist recht einfach tauschen. Ich kann den aufrüsten mit Arbeitsspeicher, das ist auch meist einfach. Mhm. Wenn es jetzt darum geht, dass irgendwie eine Komponente nicht funktioniert, kann man das Ganze mal versuchen, ob vielleicht irgendwie eine Steckverbindung nicht richtig sitzt oder so. Das hatte ich auch schon. Aber alles, was darüber hinausgeht, wenn das Display kaputt ist, das wird dann schon schwieriger. Mhm. Kannst du das jetzt mal exemplarisch hier so ein bisschen zeigen, wo ungefähr die Festplatte liegt, wo man dann aufschrauben müsste, wenn man das ist von Gerät zu Gerät verschieden. Ja. Hier ist es zum Beispiel recht einfach. Mhm. Bei den älteren Apple-Laptops, der ist schon etwas ramponiert, hat schon einiges mitgemacht, aber funktioniert noch. Mhm. Da ist es sehr einfach. Ich nehme einfach die Batterie raus und kann dann innen drin ein Blech abschrauben, dann sitzt hier die Festplatte, kann man einfach rausziehen und Arbeitsspeicher sitzt hier unten drunter, sind zwei Hebel dran, kann ich rausnehmen und wieder reinstecken, schraube das Blech wieder drauf, Batterie wieder rein, ups, richtig rum und weiter geht's. Also es ist auch kein Problem, das mal selbst auszutauschen, man muss jetzt nicht befürchten, dass man auch wie jetzt bei deinem Freund noch mehr kaputt macht als schon vorher. Nee. Noch einfacher ist es bei den neueren MacBooks. Ja. Die sind wirklich sehr servicefreundlich. Ich habe hier unten eine sehr große Bodenplatte, muss nur die Schrauben rundherum rausnehmen und kann die komplette Platte abnehmen und habe Zugriff auf alle Komponenten innen drin. Ja. Wie sieht es denn jetzt aus? Welche Reparaturen, von welchen würdest du abraten, da sich daran zu versuchen, für was sollte man direkt zu einem Fachmann gehen? Direkt zu einem Fachmann gehen sollte man, wenn es um Beschädigungen geht, beim Smartphone zum Beispiel. Mhm. Wenn es nicht gerade nur die Rückseite ist, die einfach abgeht, wenn es dann die Vorderseite, das Touchscreen, die Glasscheibe vorne dran ist, würde ich sagen, lass mal eher die Finger davon, wenn man nicht sehr versiert ist. Mhm. Dankeschön, Sebastian, dass du bei uns in der Sendung warst und vielen Dank für die tollen Tipps, die du uns gegeben hast. Bitte. Und alles Gute. Dankeschön. Danke dir. Und das sind deine Update-Themen im zweiten Teil der Sendung. CD-ROMs, externe Festplatten und Co. Wie lange halten unsere bekannten Speichermedien? Und eine Reise durchs Weltall. Eine Website führt dich durch die Tiefen des Universums. Tastaturschreiben ist heutzutage keine Fähigkeit mehr, die wir in unserem Lebenslauf aufführen müssen. Obwohl die Tasten nicht mal im Alphabet angeordnet sind, wissen wir trotzdem intuitiv, wo jeder Buchstabe liegt. Das liegt vor allem an jahrelanger Gewöhnung. Aber auch an der ausgeklügelten Querztastatur, die sich kluge Köpfe ausgedacht haben. Jeder Buchstabe liegt dort, wo er im deutschen Sprachgebrauch auch am schnellsten zu erreichen ist.
Das System wurde allerdings für PC-Tastaturen mit den dicken Tasten entwickelt. Heute arbeiten wir hauptsächlich mit Touchscreen. Aber auch hierfür gibt es schon eine ganz neue, clevere Tastenanordnung. Die Tastatur ist ein typisches Equipment unseres Jahrhunderts. Fast jeder besitzt eine. Sei es eine verstaubte, alte, mit weißen Tasten, eine schicke, schlanke auf dem Laptop oder eine für Touch auf dem Smartphone. Unsere Finger finden schnell und automatisch die richtige Taste, oftmals ohne hinzuschauen. Noch vor wenigen Jahren mussten viele Menschen Tippkurse besuchen. Dort wurde das Zwei-Finger-Suchsystem abgewöhnt und das Zehn-Finger-Tippen beigebracht. Heute ist das nicht mehr so. Kinder lernen die Anordnung der Tasten genauso natürlich wie das Sprechen. QWERTZ heißt die deutsche Tastenanordnung, die extra entwickelt wurde, damit wir schnellstmöglich tippen können. Doch erneut änderte sich unser Tippverhalten. Tablets liegen beim Schreiben oft nicht vor uns, sondern wir halten sie in der Hand. Übrig bleiben nur unsere zwei Daumen, für die Buchstaben der QWERTZ-Tastatur viel zu weit auseinander liegen. Beim iPad von Apple kann man zwar die Tastatur trennen, allerdings sind die Buchstaben noch am selben Platz, so wie wir sie kennen. Also weg mit QWERTZ und her mit etwas Neuem, damit wir wieder blind und im Schlaf tippen können. Kalk heißt die neue Anordnung. Damit sollen wir auf Tablets fast doppelt so schnell tippen können. Kalk sind zwei Tastenfelder, die direkt in Reichweite unserer Daumen sind. Die Buchstaben sind so angeordnet, dass sich die Daumen meistens abwechseln müssen. Bis jetzt ist die neue Tastaturform nur für das Englische optimiert. Die Buchstaben könnten sich für die deutsche Version also noch leicht ändern. Egal wie schnell wir auch im Tippen sind, wenn der PC abstürzt, werden wir nicht schnell genug fertig. Alles muss nochmal geschrieben werden, im schlimmsten Fall die ganze Bachelorarbeit in einer Nacht. Deswegen sagt uns jeder immer wieder, speichern, speichern, speichern. Am besten überall, auf dem Desktop, auf der externen Festplatte, auf CD gebrannt, in der Cloud, per E-Mail an sich selbst verschicken und zur absoluten Sicherheit nochmal ausgedruckt und sicher verwahrt. Wo und wie lange unsere Daten wirklich sicher sind, sehen wir jetzt. Schnappschüsse von der letzten Urlaubsreise sorgfältig in ein Fotoalbum einzukleben, ist für viele Schnee von gestern. Heutzutage werden Daten eher in Ordner auf den PC geladen und digital abgespeichert. So sammeln sich mit der Zeit immer größere Datenmengen an. Doch irgendwann passiert es und der interne Festplattenspeicherplatz ist voll. Eine Lösung muss her. Viele greifen dann zu externen Speichermedien und ziehen ihre Daten auf USB-Sticks, DVDs und Co. Das Problem? Auch externe Speicher haben ein Verfallsdatum und sind kein Speicher für die Ewigkeit. Alles begann mit der Diskette. Sie gilt als der am weitesten verbreitete erste digitale Datenträger. Ihre Lebensdauer? Angeblich zwischen 5 und 30 Jahren. In der Realität sah das oft ein bisschen anders aus. Daten gingen schon nach deutlich kürzerer Zeit verloren, weil sie einfach nicht mehr lesbar waren. Anders sieht es bei den modernen Speichermedien aus. CD, DVDs und Blu-rays halten zwischen 30 bis 100 Jahre, sagen die Hersteller. Wenn sie gebrannt sind, halten sie allerdings oft nicht länger als 5 bis 10 Jahre. Eine hohe Lebensdauer können diese Speichermedien nur erreichen, wenn sie auch richtig gelagert werden. Die optimale Temperatur spielt eine entscheidende Rolle. Ebenso kann zu starke Lichteinstrahlung unsere Daten vernichten. Auch externe Festplatten eignen sich gut zur Datensicherung. Sie sind nicht nur preiswert, sondern halten auch 10 oder sogar noch mehr Jahre durch, bis sie das Zeitliche segnen. Erschütterungen oder gar Stürze sind allerdings Gift für die Festplatte. Was Speichermedien wie CDs kaum was ausmacht, kann Festplatten beschädigen oder sogar zerstören. Und unsere Daten gleich mit. Und wie sieht es mit einem USB-Stick aus? Er ist vor allem eins: praktisch. Im Vergleich zu anderen externen Speichern ist er sehr robust und passt in jede Hosentasche. Sofern man den USB-Stick nur als Langzeitspeicher nutzt und nicht andauernd neu beschreibt, hält er bis zu 10 Jahre.
Fazit: Neben der richtigen Lagerung sollten wir mit Datenträgern behutsam umgehen. Verschmutzungen lassen sich gut mit einem weichen Tuch entfernen. Wenn man CDs, DVDs und Blu-rays nur am Rand anfasst, vermeidet man außerdem noch Fingerabdrücke. Auch wenn der Hersteller eine gewisse Lebensdauer verspricht, liegt es mit an dir selbst, wie lange dein Datenträger das hält, was er verspricht. Nämlich, deine Daten sicher abzuspeichern. Wer kennt das nicht, wenn aus dem kleinen Appetit zwischendurch eine richtige Essattacke wird? Vielen passiert das einfach aus Langeweile. Dann ist der Magen viel zu voll und das schlechte Gewissen plagt uns. Am liebsten würden wir manchmal einfach unseren Kühlschrank zuketten. Aber ich glaube, da gibt's noch was Besseres. Ein schlechter Tag im Job, Streit mit einer Freundin oder durch eine Klausur gefallen. Die Laune sinkt und kein Mensch traut sich in unsere Nähe. An solchen schlechten Tagen möchten wir uns etwas Gutes tun. Essen soll uns trösten. Wir sind zwar satt, aber jetzt wird gefuttert. Wörter wie Selbstdisziplin existieren dann in unserer Welt nicht mehr. Helfen kann uns maßloses Essen nicht. Danach geht es uns sogar noch genauso schlecht. Sogar noch schlechter, denn jetzt können wir uns nicht mehr gut bewegen, der Bauch tut weh und der Gedanke an unser Hüftgold macht uns ein schlechtes Gewissen. Beim nächsten schlechten Tag haben wir vergessen, wie wenig Frustessen hilft. Stattdessen machen wir es wieder und wieder und wieder. Selbstdisziplin hilft uns aus dieser Endlosschleife nicht raus. Stattdessen ließen sich die Japaner etwas einfallen. Sie nutzen Technik, um uns willenlose Menschen auszutricksen. Der neue Kühlschrank nennt sich Happiness Counter und öffnet nur, wenn wir lächeln. Die eingebaute Kamera erkennt an der Mimik, ob die Person lächelt oder nicht. Der Gute-Laune-Kühlschrank soll uns nicht nur vor Frustessen bewahren, dahinter steckt eine ganze Lebensphilosophie. Nicht nur, wer fröhlich ist, lächelt, sondern auch andersherum. Wer lächelt, ist fröhlich. Während Klausurphasen oder stressigen Zeiten lächeln wir sowieso viel zu wenig. Da kommt uns doch so ein Kühlschrank doch gerade recht. Apropos Lernen. In der Grundschule war es für mich besonders hart, die Planeten unserer Sonne auswendig zu lernen. Auch heute muss ich noch über die genaue Reihenfolge nachdenken. Noch spannender sind aber die unvorstellbar langen Wege, die unsere Planeten voneinander trennen. Wie weit das wirklich ist, zeigt uns eine interessante Website. Zwischen 56 und 401 Millionen Kilometer ist die Erde vom Mars entfernt. Es gehört schon eine Menge Fantasie dazu, sich derartige Zahlenangaben bildlich vorzustellen. Eine Internetseite unterstützt uns dabei, Entfernungen zwischen Planeten zu visualisieren. Und zwar mit Pixeln. Unsere Erde wurde als Grundmaßstab mit 100 Pixeln abgebildet. Nun geht die Reise durch das Weltall los. Gleich sollten wir dem Mond begegnen. Und hier ist er auch schon. Mit 3000 Pixeln eigentlich noch eine überschaubare Strecke. Das nächste Ziel ist der Mars. Natürlich fragen wir uns, warum es diese Website eigentlich gibt. Jeder von uns kennt ja das klassische Abbild des Sonnensystems. In der Mitte ist natürlich die Sonne. Um sie herum kreisen unsere Planeten wie die Erde, der Mars, der Saturn und so weiter. Im klassischen Maßstab, wie wir ihn kennen, liegen die Planeten alle recht eng beieinander. Wenn man es aber ganz genau nimmt, ist diese Darstellung falsch. Die Entfernungen zwischen den Planeten ist in der Realität weitaus größer und würden nicht mehr aufs Papier passen. Nicht mal unsere Erde und der Mond wären bei erkennbarem Maßstab auf einer Seite. Erst jetzt, nach circa einer Minute, wären wir übrigens beim Mars angekommen. Der erste Planet, der im Sonnensystem nach unserer Erde kommt. Gar nicht auszudenken, wie viele Pixel die Reise bis zum Neptun dauern würde. 428.000 Pixel brauchten wir, um das Weltall zu durchqueren und unseren roten Planeten zu erreichen. Den unglaublich langen Weg durch das Weltall kannst du auf der Internetseite www.distancetomars.com erleben.
Auf unserer Homepage eprotv.eu kannst du mit uns Kontakt aufnehmen und dort sind auch alle Update-Sendungen, auch die der letzten Wochen, noch einmal zum Anschauen bereit. Das war dein Update für diese Woche. Bleib auf dem neuesten Stand.